Also mir hat gefehlt, dass ich mit anderen werfen konnte. Ich finde, Präsenz ist viel, viel, ist einfach aufregender. Dass man wieder ordentlich werfen kann und ein bisschen Quatsch machen kann. Endlich wieder auf die Matte. Darauf haben sie lange gewartet. Bei der FTG in Frankfurt läuft der Kinder-Judo-Kurs nach 7 Monaten Pause wieder an. Zwischendrin gab es nur Online-Unterricht. Eine lange Durststrecke für alle durch Corona. Der Frust war schon sehr groß, aber wir merken es jetzt, dass er jetzt viel entspannter ist, seitdem wir wieder jede Woche zum Judo gehen können. Dass er ausgeglichener ist, dass er auch besser schläft nachts. Das hat denen total gefehlt. Also das hat man richtig gemerkt, dass so dass die Interaktion und das Messen mit den Gleichaltrigen einfach weggefallen ist. Ja, das war schon recht schwierig, weil wir haben auch ein sehr aktives Kind. Und vor allem letztes Jahr, als die Spielplätze auch geschlossen waren, da war das schon eine sehr schwierige Zeit. Aber jetzt wieder mit Sport und vor allem auch mit einem neuen Angebot ist das schon wieder sehr schön, dass die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachkommen können. Endlich wieder Leben in den Hallen, auch bei den Erwachsenenkursen, wenn auch noch nicht die volle Stärke erlaubt ist. Aber es sei ein tolles Gefühl, sagt Vereinschef Holger Wessendorf. Die Corona-Krise hat den Verein besonders hart getroffen. Seit vergangenem Jahr sind fast 3000 Mitglieder ausgetreten. Eine harte Zeit. Wir haben sehr viele Mitglieder verloren, über 25%. Und das wirkt sich natürlich auch finanziell aus. Und da müssen wir noch ein bisschen kämpfen, dass wir die Zahlen wieder aufholen. Rückblick. Geschlossene Hallen und Schwimmbäder in Hessen durch Corona. Fast alle Sportvereine sind finanziell betroffen. Denn die Kosten für Personal, Hallen und Bäder laufen weiter. Und alle haben mit Austritten von Mitgliedern zu kämpfen, so der Landessportbund. Bis Ende 2020 gab es bei den Erwachsenen 3,3% Austritte. Bei den Kindern und Jugendlichen haben 7% aufgehört. Und bei den ganz Kleinen sogar 17% der Mitglieder. Auch der Reit- und Fahrverein Kriftel hat schwere Zeiten durchlebt. Auch hier sind Mitglieder ausgetreten, Turniere und Meisterschaften ausgefallen. Die Pferde mussten zwar täglich bewegt werden, aber der Reitbetrieb stand quasi still. Das war schlimm. Also wir haben Kinder gehabt, die wirklich auch geweint haben, die nicht zu ihren Pferden konnten. Weil die sind ja nicht nur Sportgeräte, sondern die sind ja auch Seelentröster hier. Und die sind schon ganz, ganz wichtig auch für unsere Voltigierer und für unsere Reiter. Die Bilanz nach dem Lockdown, 50 Austritte. Die Voltigierer haben momentan 15 freie Plätze. Das gab es so noch nie. Gleichzeitig ist der Kostendruck enorm hoch. Bei den 30 Pferden und 2 Reithallen komme da vieles zusammen. Das Pferd muss weiter gefüttert werden. Der Pferdepfleger kann auch nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dem Tierarzt zu sagen, heute nicht. Sondern wenn was ist, dann muss natürlich der Tierarzt kommen. Also unsere laufenden Kosten bleiben. Es ist dann schon natürlich sehr schwer. Zurück zur FTG Frankfurt. Seit die Hallen wieder offen sind, kommen auch die Mitglieder langsam wieder zurück. Auch bei den Judo-Kindern. Der Bewegungsdrang sei enorm, aber es sei auch einiges auf der Strecke geblieben, sagt der Trainer. Man merkt, dass die Kinder sich einfach 7 Monate nicht bewegt haben. Es ist viel Motorik verloren gegangen und man merkt einen erheblichen Unterschied zwischen den Kindern, die wirklich beim Online-Training dabei waren und die, die gar nichts gemacht haben, dass sie einfach motorisch begabter sind jetzt, dass sie besser hüpfen können, dass das Gleichgewichtsgefühl besser ist, dass die Koordination einfach besser ist. Aber die Motivation und die Lust sind groß. Alle sind froh, dass sie jetzt wieder zusammen trainieren dürfen. Die Kurse gehen auch in den Ferien weiter. Bleibt zu hoffen, dass das noch lange so bleibt. Ja, man sieht es förmlich. Bewegung tut einfach so gut. Und einen Überblick über das Bewegungsangebot, speziell für junge Menschen in Hessen, hat Juliane Kuhlmann von der Sportjugend Hessen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Sportjugend Hessen, erstmal zur Erklärung. Was ist das eigentlich? Ja, die Sportjugend Hessen ist ein Jugend- und Sportverband. Wir sind die Jugendorganisation des Landessportbundes Hessen. Und alle jungen Menschen unter 27 Jahren, die in einem Sportverein Mitglied sind, die sind auch Mitglied in der Sportjugend Hessen. Das sind rund 820.000 junge Menschen in Hessen. Also sind Sie ein riesiger Verband und haben den Überblick, welche Vereine, welche Sportarten würden sich denn am meisten über neue Mitglieder oder über Corona-Rückkehrer freuen?
Ich glaube, da kann man gar keinen ausnehmen. Also alle Vereine würden sich riesig freuen, wenn ganz viele Menschen wieder zurück in die Vereine kommen. Wo ist jetzt im Moment trotzdem noch am meisten Bedarf sozusagen? Wo fehlen die meisten im Moment noch? Also ich glaube, die Sportarten sind am meisten betroffen, wo die Kinder vor allem immer anfangen mit dem Sport. Das ist zum Beispiel das Kinderturnen. Da hat es sehr große Verluste gegeben. Das sind so klassische Anfangssportarten oder auch Fußball. Ja, das sind also Kinderschwimmen ist auch so eine Sportart, die ich dann nennen möchte. Gerade die Schwimmlernkurse sind ausgefallen und da hat es viele Mitglieder verloren. Vielleicht hat das ein oder andere Kind jetzt auch den einen Sport aufgehört und sucht einen neuen. Wie findet man denn einen neuen Sport so als Kind und in Kooperation mit den Eltern? Also ich würde als Mutti meinen Sohn fragen oder meine Tochter fragen, auf was hast du denn Lust? Und würde da mal zuhören, welche Interessen das Kind äußert. Ich kann mich natürlich auch in meinem Netzwerk mit anderen Eltern austauschen. Und dann gibt es natürlich auch andere Ansprechpartner, wie beispielsweise unsere Sportkreise. In ganz Hessen haben wir 23 Sportkreise. Das sind die Fachleute vor Ort, die kennen alle Vereine. Und da kann man sich wunderbar hinwenden. Hier in Frankfurt zum Beispiel beim Sportkreis Frankfurt. Ich kannte bis vor der Sendung diese Sportkreise nicht. Ich habe das dann mal geschaut. Jeder Landkreis hat eben einen. Ja. Und es ist beeindruckend, was die teilweise anbieten. Also zum Beispiel, Sie haben den Sportkreis Frankfurt erwähnt. Wir haben das auf dem Tablet mal schon mal eingegeben, sportkreisfrankfurt.de. Da kann man seine Stadt eingeben. Das ist so eine Art Sportvereinssuchmaschine. Man kann auch eine andere Stadt im Rhein-Main-Gebiet angeben. Und dann gibt es hier unheimlich viele Sportarten. Vom Australian Football über sowas Normales wie Fußball, über Softball und auch, das haben wir schon mal rausgesucht, Kinderschwimmen. Hatten Sie ja angesprochen, gibt es viel Nachholbedarf. Alleine in Frankfurt gibt es 52 Angebote. Erstmal eine gute Nachricht. Andererseits, findet man da noch einen Platz, ist die Frage. Das ist in der Tat eine gute Frage. Es sind natürlich noch nicht alle Schwimmbäder ganz offen. Und die Vereine haben natürlich ein großes Interesse daran, diese Schwimmkurse stattfinden zu lassen. Und ich habe auch schon gehört, dass einige Zusatzkurse anbieten werden. Okay, also da versuchen alle ihr Bestes. Und die DLRG sagt ja, es ist jetzt eben besonders dringend, weil auch einige Grundschulkinder aus der Grundschule rausgehen und nicht sicher schwimmen können. Auf den gesamten Sport in Hessen geschaut, gibt es genügend Trainer und Übungsleiter? Also man muss natürlich ganz ehrlich sein, in der Corona-Pandemie sind uns einige verloren gegangen. Viele von denen arbeiten freiberuflich und haben jetzt natürlich unter dem finanziellen Druck sich neue Aufgaben gesucht. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir viele von denen auch wieder überzeugen können, wenn wir sie persönlich ansprechen, motivieren, zurückzukommen. Viele sind Überzeugungstäter und ich glaube, wir können die zurückgewinnen. Und wir haben natürlich auch immer als Daueraufgabe als Landessportbund Hessen und Sportjugend Hessen neue Menschen auszubilden, die auch als Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer in die Vereine gehen. Da kann man, glaube ich, sehr früh mit anfangen, oder? Ja, wir haben bei der Sportjugend Hessen festgestellt, dass es schon bei den Kindern ein hohes Engagementpotenzial gibt. Sie wollen gerne auch dem Verein was zurückgeben. Bei uns gibt es eine Sportassistentenausbildung. Die kann man schon mit 13 Jahren beginnen. Okay, da stelle ich mir vor, da hilft man dem Fußballtrainer beim Trainieren oder beim Training organisieren, oder? Ja, tatsächlich. Ja, wir führen die jungen Menschen dann schon mal an so eine Tätigkeit heran und sie können da auch Aufgaben übernehmen. Und wer dann ein bisschen mehr Verantwortung als Übungsleiter ehrenamtlich übernimmt, natürlich nutzt der all den Kindern. Aber was hat man so selber davon fürs Leben? Also all die Menschen, ich will gar nicht mal nur das auf Übungsleiter abstellen, sondern alle, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren, nehmen dafür für sich ganz viel mit. Also an Tätigkeiten, an Eigenschaften, an Skills, wie so Personaler heute sagen, lernt man unheimlich viel. Man steht vor Menschen, man muss Dinge koordinieren, man muss den Überblick behalten. Das sind alles Fähigkeiten, die man da lernen kann und die einem dann auch im Berufsleben weiterbringen. Wie können Eltern, die Ihnen jetzt zuhören, ja, den Sportverein der Kinder vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützen als bisher? Ja, also da würde ich sagen, liebe Eltern, geht zu den Sportvereinen, bietet eure Hilfe an. Die Sportvereine freuen sich ein Loch im Bauch, wenn ihr das macht. Sie brauchen unheimlich viele Menschen jetzt, die die Arbeit vor Ort auch am Laufen halten. Und deswegen nur Mut, nachfragen, jeder bringt was mit, was im Verein gebraucht wird, da bin ich ganz sicher. Und jetzt kommt die ganz schwierige Frage. Der Herbst kommt, keiner weiß, gibt es vielleicht eine vierte Welle. Wie wird dann der Vereinssport wieder aussehen? Da braucht man wahrscheinlich ein bisschen eine Glaskugel, um das wirklich sagen zu können. Ich kann aber ganz sicher sagen, dass wir alles dafür tun werden, dass der Sportbetrieb nicht mehr zum Erliegen kommt. Wir sind der Meinung, dass Sport im Freien möglich bleiben muss, egal wie sich die Inzidenzen entwickeln. Denn Aerosolforscher haben gesagt, dass das im Freien möglich ist. Wir werden uns mit Sicherheit auch dafür einsetzen, dass es klare Regeln
Regeln gibt für den Innenbereich. Und Sport darf einfach nicht mehr zum Erliegen kommen. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank und danke für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.